Hallo, bonjour, hier, en la Video de la Fred Vorlaut und der Astralta und le Schramou. Salut, je m'appelle Schramou. Qui est en la... Ach, egal. Hier, 7 Days to Die. Wey, huhu, wey. Am Start, yo. Am Start, yo, 7 Tage zum Sterben. Wir sind hier am Stissel. Ja, Franz kommt ein bisschen später, ne? Der kommt gleich noch. Oder morgen, Stissel. Weiß ich nicht. Ja. Wir hatten hier, wir spielen jetzt hier auf der Alpha 5. Das heißt, wir spielen jetzt hier über Steam und so. Deswegen haben wir ein bisschen Probleme. Unter anderem ist unser ganzes Inventar verschütt gegangen. Aber das macht nichts, denn unser Haus hier, unsere Hütte, die steht wenigstens noch und deswegen ist alles nur halb so schlimm. Wie, in anderen Fällen, in denen das alles viel schlimmer wäre. Ich glaube, wir haben keine Pistolenmunition mehr, ne? Ich habe die Pistolenmunition, Du hast einfach mal alles mitgenommen, ja. Er hat sich auch die Pistole genommen, nicht wahr? Ja, ich habe 0. Ja, eine Schrotflinte. Ja, ja, gut. Okay. Hallo. Hallo. Ich kann noch nicht helfen, ich muss erstmal ausstatten. Hallo? Aussterben! Hallo! Ich meinte den Zombie. Hallo. Okay. Hallo. So. Und ja, das ist natürlich vor allem deshalb ärgerlich, weil wir jetzt keinen Beton mehr haben. Naja. Aber wir haben auf jeden Fall, wir mussten hier halt erstmal zum Haus zurücklaufen, so, deswegen ist jetzt die Tageszeit auch eine andere. Aber ihr kommt damit schon klar. Eventuell gibt es auch ein paar Ruckler, ich kann nämlich nicht wie üblich aufnehmen, sondern anders, aber das ist ja auch nichts, was euch interessieren sollte. Und also dich was, vor allen Dingen nicht, nein. Wie bitte? Und vor allen Dingen dich nicht. Mich auch nicht, nee, ich spiele einfach hier und weiß ich nicht, haben wir Friendly Fire an? Weiß ich nicht, aber Igitt, hast du schon mal in Zombies reingeguckt? Die haben das Geräusch geändert, das ist richtig widerlich. Wie ist das macht, Geräusch jetzt? Das macht so... Ja, die haben... die Alpha 5 ist eigentlich gar nicht so sehr so ein Content-Update, ne? Sondern vor allem ein... Technik-Update. Technik-Update, genau. Es gibt halt jetzt die Steam-Anbindung. Dann wurde grafisch ein bisschen was aufpoliert. Es wurden nochmal Icons verwechselt, genau. Sounds wurden geändert. Und, ne? All diese ganzen Dinge. Natürlich gäbe es, glaube ich, auch ein paar neue Rezepte. Aber Schrammo kann ja noch nicht mal die alten. Nee, deswegen, aber die haben auch das Shotgun-Geräusch geändert. Hört ihr es mal an? Voll krass. Wo bist du? Schieß mal. Oh, das macht jetzt richtig Pauz. Ja. So, da wir jetzt einen leichten Mangel an Dingen haben. Müssen wir Dinge holen. Das Ding ist, wir haben hier... Hat sich Astralter im Keller um Steine. Völlig richtig. Ja, das Ding ist bloß, wir haben hier schon relativ viel geplündert im Umfeld. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht drum rumkommen, eine größere Reise zu machen. Ich würde mal sagen, bam, du bist kaputt, Müll. Wir werden uns auf jeden Fall aufmachen in die kleine Stadt namens Dyersville. Ist das zumindest meine Idee. Und ich werde das einfach auch machen. Ist mir egal, was ihr jetzt dazu sagt. Ich gehe jetzt los. Tschüss dann, ne? Warte auf mich, ich komme mit. Nee. Ach, Schrammo. Nee, du schaffst das schon. Aber Schrammo, du kannst doch nicht einfach so gehen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr durch den Busch lauft, ihr jetzt auch langsam seid, also diese Sträucher? Ja. Ist das schon immer so? Nee, ich glaube, das ist auch neu. Aber ich kann es nicht, ich könnte es nicht beschwören. Du willst einen Busch beschwören? Wie geht denn das? Busch. Genau so. Schrammo brennt in der Hölle. Ja, ich weiß nicht, es ist eigentlich jetzt so still, ne, wo der Franz nicht da ist, der ja immer die ganzen schlechten Witze macht sonst und so. Ja, jetzt haben wir endlich mal eine Folge komplett durch, ohne Schnittarbeit, das ist einfacher für dich dann. Genau, jetzt muss ich einfach mal keine Witze rausschneiden, das ist ganz gut, nee. Glaube ich. Und jetzt kommt bestimmt der Kommentar von Franz in dem Video, ja, natürlich musst du keine Witze rausschneiden, jetzt macht er ja keine. Oh. Ja, oder vielleicht kommentiert Franz auch gar nicht, weil der sich die Videos eh nicht anguckt. Nee, sondern immer nur guckt, oh, da ist ein Video, da bin ich dabei, schreibe ich mal besser einen Kommentar, damit die Leute mich anklicken können und auf meinem Kanal landen, ne? Genau. Ja, so ist der Franz nämlich. So eine Fame-Hure gibt gar nicht. Genau, eine Klick-Hure. Der macht alles für Views. Ja. Aber wirklich alles. Also, oh ja. Wenn ihr... Selbst Videopodcasts. Videopodcasts und, was noch viel schlimmer ist, auch mit Mütze tragen. Mit, ne? Oh ja, oh ja. Ich sag mal, und auch ohne. Hinten. Und ohne auch, ja.
Also der macht für Klicks alles mit und auch hinten. Und ohne. Und ohne. Ganz genau. Ich esse jetzt erstmal ein paar Kartoffeln. Mach das mal. Ich bin mehr so für den harmlosen gehalten. Ich habe hier so gerade die Kartoffel auf der Faust. Für den harmlosen? Ja. Harnlos? Nein, ich habe mich nicht für einen harnlosen gehalten. Komm, Fred, du musst schneiden. Haha. Nee, die Witze sind doch super. Aber du machst immer die besten Witze von uns allen. Ach, ich danke dir. Ich habe eine Empty Can gefunden, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, die ist neu. Yay. Wow. Cool. Mann in den Schrammo. Er reitet durch die Wüste. Ich bin im Wald. Schrammo. Nee, das ist, soll jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich mehr so ein Country-Ding daraus machen. Ach so. Schrammo. Wir brauchen aber auch irgendwie Country-Musik dazu. Brom, 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 brom. Schrammo. Brom, 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 brom. Weißt du, was Country ist, Fred? Ja, mit ganz viel Brom, 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 brom. Also nee. Brombeeren sind für dich Country, ja? Ja, die wachsen schon. Brombeeren. Ich kann Brom in ein Wort bringen. Nee, ich sollte ich weniger gehässig sein dir gegenüber, Schrammo. Ich möchte, dass du mich lieb hast. Deswegen komm in meine Arme und lass uns knuddeln. Lass uns ganz viel knuddeln. Ha! Gay! Ha! Gay! Ich bin übrigens jetzt da. Du läufst über die Brücke und stirbst dabei wahrscheinlich. Nee, die Brücken sind sicher. Oh, da ist was weggebrochen. Aber nur ein Block. Die Brücken sind sicher. Genauso wie die Spareinlagen, die die Frauen dann während ihrer Tage immer haben. Entschuldigung, was? Ich war gerade kurz abgelenkt. Oh, der war gar nicht mal so schlecht. Ich habe zwar gerade überlegt, wie das Sinn macht, aber du hast recht. Man kann die auch beim Discounter kaufen, habe ich gehört. Spareinlagen, ja. Ja, die haben dann, glaube ich, aber keine Flügelchen. Das ist dann der Lidl-Wertbrief oder was? Ganz genau. Wer hat mir gegessen? Oh, du bist da. Kropp, 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 kropp. Ich habe gegessen. So, wir teilen uns auf. Du läufst hinter mir her. Nee. Das ist ineffektiv. Du gehst rechts, ich gehe links. Auch immer schön in die Briefkästen gucken, ne? Zu Befehl. Sir, vielleicht sind da ja noch Wertchecks drin. Ja. Oder iPhones. Genau. Die Leute bewahren iPhones immer in ihren Briefkästen auf. Machst du das damit nicht könnten so? Wir andere Überlebende anrufen. Doch, natürlich. Mein iPhone ist immer im Briefkasten. Deswegen benutze ich es auch nie. Ja. Und ich dachte schon, du gehst nicht ran, weil du mich nicht magst. Ja, deswegen mit diesem Briefkasten, damit ich das dämliche Klingel nicht die ganze Zeit höre von dir. Ich hab das nett gemeint. Ich gehe nicht ans Telefon, wenn du anrufst, aber das ist nett gemeint. Ja. Ich mag dich überhaupt nicht, aber das ist nett gemeint. Aber er behandelt dich quasi wie seine eigene Mutter, das ist doch schön. Da geht er auch nicht ans Telefon. Das ist gar nicht wahr. Ich gehe bei meiner eigenen Mutter ans Telefon und manchmal rufe ich sogar selber an. Ja. Und dann sage ich, hallo, hier ist Fred. Dann sage ich, wer ist da? Ja. Manchmal gehe ich sogar bei meiner Mutter ans Telefon, wenn ich bei denen bin und das klingelt. Und dann denken die immer, ich bin mein Vater. Das kenne ich, das passiert mir auch. Das finde ich, aber ist aber auch schön, ne? Macht auch Spaß. Das ist aber auch schon damals passiert, als ich da noch gewohnt habe. Als ich noch jung war. Damals. Dann haben die immer, vor allem das Schlimme ist, die fangen immer an zu reden, weißt du, so und ohne Komma und Punkten, sowas. Die fangen halt einfach an zu labern und erzählen mir da Geschichten. Nee, die Leute, die anrufen, so Familie meistens, weil die denken, das ist mein Vater. Und dann sage ich irgendwann so, ja, ich gebe dir dann mal, ne, Papa. Ja, gut. Das kann auch passieren, ja, klar. Ja. Aber dafür sollte man ja eigentlich geschult genug sein, um die Leute dann professionell abzuwürgen. Ich mache sowas nicht. Ich hasse das. Ich lasse Leute mal ausreden. Ja, also hier, ihr könnt mich auch engagieren. Wenn ihr hier auch jemanden abgewürgt haben wollt, auf dem Dach laufe ich rum, hier, ich laufe mal unten runter, hier die Treppe runter. Ne, und dann stehe ich hier mit dem Haus Zeit und laufe wieder weiter lang, ja. So, was machen wir denn? Achso, wir sind immer noch im Haus, ne? Ich bin übrigens hier in dem Haus und hier bin ich jetzt durch. Hinten rausgegangen. Ich wollte vorne rausgehen. Nee, ich bin in dem Haus. Ich bin aber hinten. Ich wollte gar nicht hinten. Ich dachte, ich wäre vorne. Ich gehe nach vorne. Hinterm Kühlschrank. Haha. Ausgetrickst. Lol, Noob. Ach, du bist gar nicht mehr da. Herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Erzähl doch mal was von deiner Familie. Ja, komm. Los. Hast du eine Familie? Schütte dein Herz aus. Meine Familie ist damals... Aber sammel das Blut, das musst du anschließend wieder reinkippen. Das braucht man nämlich, habe ich gehört. Dein Herz auf. Schüttel dein Herz für mich.
Du brauchst deine Pumpe nicht. Oder so. Copyright Strike. Du brauchst deinen YouTube-Kanal nicht. Das wird niemand striken. Nein, niemand. Außer Oli P. Ja, oder du. Schrammo geht hin und sagt einfach, ja, das ist von mir, das Lied. Genau. Das ist eine super Idee. Das könnte passieren. Aber ich glaube, ich weiß, wer da gerade zu uns gestoßen ist. Na, ich habe es an der Stoßtechnik erkannt. Es ist ja, eben. Das ist hallo. Na? Hey. Hey. In seiner Stoßtechnik unverwechselbare Franz. Naja, ja. Vor allen Dingen als Mädchen bin ich sehr, sehr unverwechselbar in meiner Stoßtechnik. Ja, wie weit seid ihr denn schon? Wir sind hier gerade im Haus, also ich bin gerade oben. Wir sind hier noch mitten am Freitag. Ach, ja. Freitag noch? Ja. Weil der Schrammo, der war nicht gut vorbereitet und dann mussten wir ganz lange warten. Zombie! Das zog sich wirklich ewig. Also es ist nicht so, als hätte Fred das verbaselt. Es war ein Zombiehund. Ich habe gar nichts verbaselt. Also das war alles Schrammo. War alles Schrammo, tja, Schrammo. Ja, aber ich stehe dazu und ich schäme mich auch für nichts. Für nichts, das habt ihr verdient. Das sieht man auf deinem Kanal, dass du dich für nichts schämst. Ja, Feature zum Beispiel Fred. Ja, dafür schäme ich mich echt für nichts. Seit wann featurest du denn Fred? Es ist andersrum, ich feature Schrammo. Ich meine, ja. Hallo? Ja, natürlich. Wie denn sonst? Oh, guck mal, jetzt ist abends, aber weißt du, wo ich stehe? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist schon ganz schön gemeint, dass wir jetzt fertig dein Inventar machen, weil wir alle mehr Abonnenten. Dein Inventar ist wahrscheinlich leer, aber du kannst möglicherweise bei uns in der Hütte im Schlafsack spawnen. Seven Days to Die, was habt ihr gemacht? Was soll das? Alpha 5 ist halt jetzt alles, auf Steam. Alpha 5 ist jetzt auf Steam und deswegen musste ich die Serverdateien alle rüberziehen und anscheinend habe ich nicht alle rübergezogen, weil ich keine Ahnung habe. Oracle. Weil er gut vorbereitet war, nicht wahr, Herr Vorlaut? Super vorbereitet. Ich war super vorbereitet. Ich kann ja nicht ahnen, dass ihr alle euer Inventar verschlört. Oh, ihr seid ja auch in der Stadt. Ja. Ach, du bist da so zufällig, richtig. Oder was? Ich bin in der Stadt gespawnt, in einem Häuslein. In einem Haus, da war ich gerade, dann bist du bei mir gespawnt vielleicht? Ja, hi Fred. Hallo Franz. Hey. Komm, ich geh gleich wieder weg. Vorsicht, da kommt ein Zombie-Mensch. Du musst dir mal die neuen Shotgun-Sounds anhören, die sind voll geil. Ich kann dir eine Shotgun übrigens geben, Franz. Haben wir Team Deathmatch und so an oder so? Nee. Oh, danke. So, und Shotgun Muni? Oh, cool. Hast du eine Pistole oder so? Wollen wir eigentlich irgendwann nach Hause gehen? Ja, das ist ja cool, ich hab nämlich Munition aufgenommen. Fredorik. Ah! Warte, Fred, dann pack ich hier. Hier unter mir ist, hier im Gras ist Pistolenmuni. Du Fred, sag mal, wie ist deine Haltung zum Thema Überleben? Meine Haltung zum Thema Überleben ist, bisher habe ich mir da eigentlich nicht so große Gedanken drüber gemacht. Sollen wir zurücklaufen? Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Zu unserem Versteck, oder was? Ja, weil wenn du auf die Uhr guckst, dann ist nämlich gleich Feierabend. Wir haben ja noch 2,5 Stunden, das schaffen wir schon. Dann ist hier Schluss im Kuhstall, Freunde. Oh. Ach ja, wie ich euch vermisst habe. Oh, wir haben mich auch vermisst. Mir hat es ehrlich gesagt auch ein bisschen gefehlt, so die letzte Woche. Oh. Das sagst du jede Woche. Das ist deine Standardwoche. Denk dir mal was Neues aus. Echt mal, du Urlaubhose. Also ich kann das bestätigen. Ich habe die ganze Woche über bei Asreiter geklopft. Der wohnt ja hier über mir, ne? Ja. Und dann habe ich immer nur ein leises Wimmern aus dem Zimmer gehört. Und ist wieder Aufnahmetag. Aufnahmetag. Ich will doch nur zurück nach Navaskane. Genau. Ihr seid so blöd. Ich habe den sogar einmal kurz an meinem Fenster vorbeifliegen sehen. Glücklicherweise hatte die Feuerwehr ein Luftkissen aufgebastelt. Nach. Heißt das, dass Asraltar auch immer vor seinem Schrank steht und und hofft, dass das ein Übergang ist in diese Welt? Ja, ich warte jeden Tag was denn so? 2 Stunden vor dem offenen Schrank, dass Zombies rauskommen. Oh, ich nehme was zu trinken mit. Ich auch. In deinem Baseballschläger. Nee. Hab gar keinen Baseballschläger, das ist Quatsch. Ich hab eine leere Dose. Oh Gott. Ramo ist tatsächlich hier der Ärmste unter den Armen. Ich hab eine leere Dose. Er ist auf jeden Fall der Duftendste unter den Armen. Oh ja, ich bin sehr dufte. Oh nein. Doch. Ich bin dufte. Ich war vorhin duschen. Oh, das müsste ich eigentlich auch mal. Das war heute ein langer Tag. Das kenne ich.
Ach so, guck mal, du hast tatsächlich Webcam getestet von beim Duschenschramme oder was? Die du hast? Ja. Das war das sogar die Showercam. Das Bild war leicht verwaschen. Der macht alles für Klicks. Ja, Schrammo ist so eine alte Klickhure. Ganz genau. Lieber Zuschauer, spulte mal ein paar Minuten zurück. Just saying. Saiyajin heißt es. Ja, Just Saiyajin. Lieber Franz. Just Saiyajin. Was denn? Oh Gott, ist das noch weit. Ist die Kirche. Yay. Ja, ist die Kirche. Du kannst jetzt zu Gott beten und hoffen, dass du nicht von einem Zombie-Jesus gefressen wirst. Du kannst aber auch Zombie-Jesus? Ja, du kannst aber auch zu Bob geten. Bob geten? Nee, Bob hat immer nur so einen komischen... Der hat einen Panzer. Oh, heiliger Bob mit deinem heiligen Panzer. Fahre dein Rohr aus und zeige mir, wo der Hammer hängt. Ja. Nämlich beim G-Plus-Punkt. Jetzt habe ich geschossen, auszusehen. Irgendwie habe ich davon noch nie gehört. Vom G-Plus-Punkt? Vom heiligen Bob erstmal. Fangen wir mal damit an. Ja, weil du einfach nie... Fangen wir mal den Basics an. Wer ist Bob und warum hat er meinen G-Plus-Punkt? Mit einem Panzer penetriert? Ach du Scheiße, ist das dunkel. Na, hör mir auf. Ist doch noch total hell. Es gibt jetzt auch bessere Biom-Übergänge, ne? Hier, so. Die sind jetzt besser, alles so besser. Findest du? Hab ich zumindest im Changelog gelesen. Ich lese das müssen wir ja wohl mal das müssen wir morgen am Samstag mal ausprobieren. Und lauf mal durch den Busch, Franz. Lauf mal durch den Busch und sag mir, ob sich das für dich verändert anfühlt. Ich bin langsamer, aber der Zombie irgendwie nicht. Wie ist mit dem langsamer werden im Busch? Das hat mich schon abgefuckt bei Better Than Wolves, ja. Das ist doch nix. Oh, jetzt bin ich durch diesen scheiß Busch gelaufen. Und jetzt habe ich mich verlaufen. Moment, ich glaube, ich muss... Ja, ich muss in die Richtung. Oh nein, ich werde... Asphalter, du hast dich ja gar nicht um die Basisverteidigung gekümmert. Ja, Steine abgebaut. Asphalter, ich baue gerade im Keller einen Raum. Den wir dringend brauchen. Aber die Stacheln. Ach, die Stacheln. Die fressen sich doch gegenseitig. Hilfe! Wo bist du denn? Ich komme dir mal entgegen. Nein. Ich mache dir den Eingang frei, okay? Ja. Hast du an Stützpfeilerei gedacht? Ja, ich habe drüber nachgedacht, habe das dann aber verworfen zugunsten einer gewagteren Optik. Hallo, Schrammo, du kannst jetzt... Ich werd geschlagen. Du hast dem nur die Beine weggeschossen. Ah! Was, das geht jetzt? Schrammo, komm rein! Schrammo hat wem die Beine weggeschossen? Ja. Ja, und danach ist ein Zombie-Crawler gestorben, den Franz erlegt hat. Ich bin zu Hause! Hasi-Pupsi, Entschuldigung. Ist nicht schlimm, ich höre auf alles. Kleiner Schnuckel Bernd. Oh. Weiß doch gar nicht, Bernd. Das ist egal, für unsere 6 Spiele reicht das. Dass sie sowas mit echten Namen machen, ist immer gruselig. Boah, Schrammo läuft Amok. Ich mach mir lieber mal die Tür zu. Was, der läuft Schrammok? Ja, wow. Schrammok. oh, Franz, du musst in einen Zombie gucken und dich am Geräusch ekeln. Ah, der hat mich geschlagen. Guck mal einfach am besten in einen Zombie rein. Wie bitte? Ich muss mich am Geräusch ekeln eines Zombies? Warum? Indem du reinguckst. Öffne ihm einfach den Tor. Okay. Danke. Wir haben das Spiel kaputt gemacht, hab ich recht? Genau, das war früher alles viel besser. GG Riot, GG. Ja, ich mein, ach ja. Ach, ist das schade. Och, es ruckelt gerade bei mir. Ihr müsst mehr Zombies töten. Okay. Wir werden da diesen hässlichen Stützpfeiler in den Raum gemacht. Ramon, könntest du nach links gehen oder so? Super. Führe meine Kreise nicht. Na, Bitch. Hi. Ramon, du darfst doch nicht daneben schießen. Sag mir nicht, ich darf, was ich nicht darf. Oh, aber die Pumpgun-Shots, die sind echt... Geil, oder? Ja, wieso sterben da eigentlich? Guck mal, da vorne, das sind mein so viele... Mein Boden ist gerade weggebrochen, aber warum? Weil die dagegen schlagen. Stimmt, da steht noch einen, die sah so tot aus. Pass auf, da rechts, da fällst du in den Tod. Ja, ich seh's gerade. Guck mal da hinten, wo die ganzen Zombies sterben. Schießt einer von oben? Nein. Wir haben gerade ein Problem. Erzähl.
Da ist, ein Hund, der die Leiter kaputt gefressen hat. Das heißt, tot. Wir stimmt. oben sind, haben ach, gar kein Problem. Ach, nee, ja, der hat hier die Wand weggemacht und die Leiter kaputt gefressen. Wie krass. Diese Bastardhunde. Ja, der Graben war eine gute Idee. GG, Fred. GG. Naja, der Graben wäre eine super Idee gewesen, wenn sich irgendjemand auch um die Spikes dann passend kümmert. Ich habe hier dafür. Man könnte jetzt argumentieren, dass der entsprechende jemand vielleicht einfach keine Lust hatte, Spikes aufzustellen. Oder geistig behindert war. Ich bin zur Seite. Für geistig behindert. Frage denn? Ich nicht. Verdammter Spider-Zombie, bleib Hallo. Stehen. Ich bleib jetzt hier unten, ich bin doch nicht bescheuert. Also nicht? Schon, aber. Siehst du, aber das hab so. Ich mir nämlich auch gedacht. Ich nehme jetzt hier Kartoffeln. Wir sind das übrigens. Muss nämlich auch mal einer machen. Momentan sind wir Zombie frei, wie es aussieht. Und über der Zeit oder so? Weiß ich nicht, ich habe keine Uhr. Ja, nee, wir sind genau in der Zeit. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter, ne? Das ja, ist richtig. Okay. Morgen ist ein guter Tag, um Zombies zu töten. Morgen genau. ist Samstag. Ich freue mich immer auf Samstag. Ich muss Samstag an diesem Samstag arbeiten. Also vielleicht habe ich noch keinen Feierabend. Wenn du diese Folge direkt zur Veröffentlichung siehst, die Tschüss. Morgen, meine ich, dann adieu.